Hallo Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 14. So, letzte Folge haben wir uns ein bisschen um die Umgebung Domas gekümmert und einen Schmied aufgetrieben. Und ja, denn die Leute brauchen ja schließlich auch noch Rüstung. Und da gucken wir jetzt mal weiter, wie es weitergeht. Das Ziel vor Augen. Spürst du es auch, Theo? Etwas ganz Großes kommt auf uns zu. Ganz Doma rückt zusammen. Ich möchte noch etwas Zeit mit den Leuten in der Mai verbringen. Kehrst du inzwischen in die Klause zurück? Da ist bestimmt noch viel zu erledigen. Hör dich einfach mal um. Wir treffen uns später wieder. Okay. Dann gehen wir zurück zur Klause. So. Warte, was? Ah, okay. Ich dachte schon. Gut, wir haben drei Quests. Sozusagen. Die Ausbildung schreitet gut voran. General Gosetsu hat uns genauestens instruiert. Okay. Schön. Hier läuft alles nach Plan. Man kann sich nicht auf alles vorbereiten, aber wir tun, was wir können. Ich habe präzise Anweisungen für die Aura niedergeschrieben. Jeder muss genau wissen, was er wann zu tun hat. Sonst ist jeder Plan zum Scheitern verurteilt. Übrigens, Prinzin hat Vorbereitungen getroffen, aufzubrechen. Etwas Dringendes muss vorgefallen sein. Okay. Was ist los? Aname schickt dich? Ha, er meint es wirklich gut. Ich will mich doch nur mal kurz in der Nachbarschaft umsehen. Ich möchte noch einmal einen Blick auf Burg Doma werfen, bevor es losgeht. Bitte begleite mich, Theo. Deine Gesellschaft ist immer ein Gewinn. Von Monsen außen haben wir einen guten Blick auf die Burg. Also los. Monsen ist... Ach, okay, dieses kleine zerstörte Dorf vor der Burg. So. Auch ganz nebenbei, hier kann man übrigens auch rausfliegen. Dann geht das ein bisschen schneller. So. Monsen. Hier reihten sich einst die Häuser einflussreicher Samurai-Familien aneinander. Die meisten fielen den Flammen zum Opfer. Man hätte sie wieder aufbauen können. Doch es wurde entschieden, die Ruinen als Warnung stehen zu lassen. Eine Warnung an alle, die sich gegen das Kaiserreich aufzulehnen gedenken. Von weiter vorne kann man die Burg besser sehen. Komm. Ah, hier. Früher war dies eine geschäftige Straße. Man sprach mit seinen Nachbarn, kaufte etwas von einem fahrenden Händler oder sah sich einfach nur das Treiben an. Es war nicht immer harmonisch. Während der Besatzung gab es solche, die Doma nicht vergaßen und solche, die sich mit dem neuen Leben arrangiert wollten. Aber auch das Tönen der Meinungsverschiedenheiten war besser als das Stampfen der Frontbrecher. Ah. Geh einfach weg. So, nochmal. Das haben wir schon, das haben wir auch schon. Also, der Meinungsverschiedenheit war besser als das Stampfen der Frontbrecher, das dem Aufstand folgte und die Totenstille, die nun herrscht. Da fällt mir ein, in Samurai-Häusern finden sich vielleicht noch Waffen, die wir gebrauchen können. Schau doch mal, ob du etwas findest. Wir treffen uns dann wieder und weiter unten am Fluss. Okay. Dann gucken wir uns doch mal um.
blind? Ach, bei Gott, da hinten? Gut, ein Schwert haben wir gefunden. So, hast du in einem der Häuser etwas gefunden, das als Waffe zu gebrauchen ist? Dieses Schwert. Ein Samurai-Schwert. Eine stolze Waffe für stolze Krieger. Wie wunderschön die Scheide lackiert ist. Dieses Familienwappen habe ich schon einmal gesehen. Ja, es ist das Haus eines Jungen, mit dem ich zur Schule gegangen bin. Ich werde das Schwert erst einmal an mich nehmen. Nach all der Zeit, die es im Freien gelegen hat, wird es viel Pflege benötigen. Ich kümmere mich später darum. So viel ging verloren, so viel wurde vergessen. Das ist sie, Burg Doma. Unsere wunderschöne Burg Doma. Die meiste Zeit diente sie den Galia als Stützpunkt. Jetzt hat sie sich Statthalterin Yotsuyuru darin niedergelassen. Für meinen Vater war sie ein Zuhause, aber ich war nicht mehr als ein paar Mal dort. Aber den Blick, den man vom Turm aus hat, habe ich nie vergessen. Man fühlt sich so klein, wenn man über das Land blickt. Und dabei ist Doma nicht einmal besonders groß. Ha, so viel Aufregung um so ein bisschen Erde. Du hast zwei Kontinente bereist, Theo. Für dich muss Doma noch kleiner erscheinen. Aber was ich mir zurückkämpfen möchte, ist nicht nur ein Fleck Erde. Länder kommen und gehen. Aber hier geht es um das Schicksal von guten Männern, Frauen und Kindern, die Tag ein, Tag aus ihr Leben leben und dabei ihr Bestes geben. Es ist meine Pflicht, sie zu beschützen und ihnen zu helfen, das bestmögliche Leben zu leben. Nicht das Land, es sind die Leute, die ich sehe, wenn ich von diesem Turm blicke. Ohne sie ist das Land leer und wertlos. Deswegen möchte ich... Ein Augenblick. Theo, wir müssen sofort zu Alfino. Ich habe eine Idee. Es geht um seinen Plan für die Schlacht. Schnell, kehren wir zurück zur Klause. Okay. Gut, brauchen wir nicht. Dann nehmen wir die Materie. Gedanken vor der Schlacht. Theo, bitte kehre in die Klause zurück und ruf die anderen zusammen. Wir müssen über Alfinos Plan sprechen. Es wäre auch gut, wenn ein Abgesandter der Kojin teilnehmen könnte. Alles andere sage ich dir später. Bis gleich. Okay. Jin möchte mit mir über den Angriffsplan sprechen? Verstanden, ich rufe alle ins Besprechungszimmer. Ich werde auch die Blaupanzer kontaktieren. Vielleicht dauert es ein wenig, bis ein Abgesandter eintrifft. Aber mit der Besprechung können wir ja schon mal anfangen. Seht mal, ein Gesandter der Blaupanzer ist eingetroffen. Ich grüße euch, der Älteste schickt mich. Soroban, ich bin so froh, dass du hier bist. Wir können eure Unterstützung gut gebrauchen. Dürfte ich mich an den Boten wenden? Ich habe eine Idee. Alfinos Plan ist wohl überlegt. Ich möchte ihn lediglich um ein Detail ergänzen. Und dieses Detail betrifft die Blaupanzer. Haben die Blaupanzer eine Möglichkeit, die äußere Burgmauer vom Wasser aus zu durchbrechen? Mit eurer Zauberei oder auf andere Weise?
Das ist nicht unmöglich. Wir könnten ein Wassergewitter entfesseln, das sprengt den stärksten Fels. Das wäre uns eine große Hilfe. Ich würde Alfinos Plan dann wie folgt ändern. Die Blaupanzer greifen nicht mit der Konföderation an, sondern schwimmen den Einzig hoch, um die flussaufwärts gelegene Burgmauer zu sprengen. Wir setzen die Burg unter Wasser. Ein Moment! Wir wollen die Burg nicht zerstören, wir wollen sie zurückerobern. Sie ist schließlich das Symbol unserer Heimat. Wichtiger ist doch, dass wir gewinnen. Die geflutete Burg wird schwer zu verteidigen sein und Yotsuyu bleibt dann eigentlich nur noch der Turm als Zufluchtsort. Ist das wirklich eine gute Idee? Ich frage mich, ob euer Vater dieses Vorhaben gutheißen würde. Was Doma ausmacht, sind die Domana. Solange sie überleben, kann auch die Burg wieder aufgebaut werden. Dies ist die Entscheidungsschlacht. Wenn wir sie verlieren, ist es vorbei mit Doma. Wir müssen und werden gewinnen. Ich stimme dir zu, Hien. Wir sollten keinen Vorteil ungenutzt lassen. Fluten wir die Burg! Verstanden. Ich werde dem Ältesten euren Plan mitteilen. Jeder weiß, was er zu tun hat. Jetzt müssen wir nur noch auf Nachricht von den Blaupanzern warten. Dann kann es losgehen. Macht euch kampfbereit! Alles klar, dann fluten wir die Burg. Gut, wir sprechen nochmal mit allen, denn es geht anscheinend gleich los. Die Ninja stehen bereit. Sie sind gut ausgebildet und wissen, was von ihnen erwartet wird. Sie werden nicht scheitern. Ich selbst werde am Tag der Schlacht an der Seite von Prinz Hiem bleiben und ihn mit meinem Leben verteidigen, wie es als Shinobi meine Pflicht ist. Ich kehre ins Dorf zurück. Und nicht mit leeren Händen, dank der Hilfe von Tsuranuki und den anderen. Es läuft doch alles ganz gut, oder? Wir sehen uns später, Theo. So. Ich hätte gerne noch mehr Zeit gehabt, um die Truppen auszubilden, aber sie machen sich ganz passabel. Was sie jetzt am nötigsten brauchen, ist ein bisschen Ruhe. Das gilt auch für dich. Wann war das letzte Mal, dass du eine ganze Nacht durchgeschlafen hast? Ruhe dich etwas aus. Du wirst deine Kräfte bald brauchen. Die Vorbereitungen für die Rückeroberung der Burg sind gut vorangeschritten. Hoffen wir, dass es so bleibt. Dir fällt bei der Rückeroberung eine wichtige Rolle zu. Wahrscheinlich willst du dich jetzt etwas ausruhen, oder? Ich werde mich jetzt ausruhen. Ich habe noch ein paar Dinge zu erledigen. Nö, wir sind eigentlich fertig. Wir ruhen uns aus. Das halte ich für eine gute Idee. Ich werde mich auch zurückziehen. Bis morgen, Tero. Jo, bis morgen. Aber erstmal ein neues Buch. Das wollen wir haben. Bist du auch noch wach? Mich haben die Dorfbewohner gerade schlafen geschickt, damit ich mich für morgen ausruhe. Morgen ist die große Schlacht. Ein Teil von mir fürchtet sich. Und ein Teil kann es nicht erwarten, dass es endlich losgeht. Es ist ein komisches Gefühl. Uns stehen große Veränderungen bevor. Egal wie die Schlacht ausgeht. Wenn man nur vorher wüsste, was man gewinnt und was man verliert.
Ich habe viel gelernt und viel gesehen auf dieser Reise. Ich werde das alles beherzigen, jeden Augenblick, wenn ich morgen in die Schlacht ziehe. Ich gehe jetzt schlafen. Du solltest dich auch ausruhen. Ach ja, sieh doch noch einmal nach Alfino und seiner Schwester, bevor du schlafen gehst. Aber sei nicht zu laut. Kannst du auch noch nicht schlafen? Komm und trink einen mit uns. Lass es lieber. Ich sollte mich auch etwas zügeln. Morgen ist schließlich ein großer Tag. Hab dich nicht so, Gosetsu. Immer musst du so verdammt ernst sein. Sogar wenn du betrunken bist. Wir haben alles ein Dutzend Mal besprochen. Es wird schon schiefgehen. Ich bin ein Samurai. Und ein Samurai tut, wie ihm befohlen. Doch so kurz vor einer entscheidenden Schlacht gehen einem nun mal Dinge durch den Kopf. Vergangene Dinge, die schwer auf dem Herzen liegen. Mein ganzes Leben habe ich als Samurai gedient und immer mein Bestes gegeben. Doch zweimal habe ich unverzeihliche Schande über mich gebracht. Das erste Mal vor 25 Jahren, als ich mit meinen eigenen Augen mit ansehen musste, wie euer Vater von den galäischen Invasoren niedergerungen und eingesperrt wurde. Im Kerker der Galea hatte ich nur einen Wunsch, zu sterben und so meine Schuld bei meinem Herrn zu tilgen. Doch als die Galea, überzeugt, einem blutigen Spektakel Zeuge zu werden, mir endlich gestatteten, vor euren Vater zu treten, sagte er: Lebe, Gosetsu. Lebe für meinen ungeborenen Sohn Shun. Das zweite Mal war, als ich euch vor einem Jahr in den Wirren des Aufstands verlor. Ich hatte eurem Vater geschworen, euch zu beschützen, und wieder schändlich versagt. Was bin ich nur für ein Nichtsnutz? Ich verdiene es nicht zu leben. Und doch bin ich euch unendlich dankbar. Dank euch habe ich die Chance, mich wieder in einer ehrenhaften Schlacht zu behaupten. Für eine Sache, auf die ich stolz sein kann. Denn selbst ein Nichtsnutz hat seinen Stolz. Spar dir deine Tränen für morgen auf, Gosetsu. Denn Tränen werden fließen. Tränen der Freude oder der Trauer. Sorgen wir dafür, dass es Tränen der Freude sind. Gosetsu ist ein kluger Mann. Ich bin auch dankbar dafür, dass ich heute mit euch hier sein kann. Irgendwann werde ich es dir vergüten. Aber zuerst muss ich mich noch einmal in deine Schuld stellen. Kämpf für mich. Mit all deiner Kraft. Und du, Yugiri, kannst dich auch zu uns setzen, wenn du nicht schlafen kannst. Ah, entschuldigt bitte. Wenn ihr erlaubt.
Ach ja, die Ruhe und die Anspannung vor der großen Schlacht. Schlacht um Burg Doma. Ich hoffe, unser Geschwätz gestern Abend war nicht zu rührselig. Gosetsu und ich hatten etwas zu tief ins Glas geschaut. Hast du noch etwas Schlaf bekommen? Übrigens haben sich die Blaupanzer gemeldet. Wir haben nur noch auf ihre Meldung gewartet, aber jetzt sind sie bereit. Komm zum Sammelpunkt und bring alles mit, was du brauchst. Es geht los. Alfino, kontaktiere die Truppen. Sie sollen ausrücken und Stellung beziehen. Wir können jetzt auf niemanden mehr warten. Verstanden. Ihr solltet auch so schnell wie möglich aufbrechen. Yugiri und Gosetsu warten bereits in Monsen auf euch. Heute wird ein großer Tag. Mögen die 12 mit uns sein. So. Es geht los. Dann bringen wir uns mal in Stellung. Ja, da geht's auch schon richtig los. Verstanden. Wir setzen uns in Bewegung. Es ist soweit. Alle bereit? Natürlich sind wir bereit. Wir haben lange genug darauf gewartet, den Galeanen zu zeigen, wessen Grund und Boden sie beschmutzen. Also gut, los geht's! Jeder Tag ist wie der andere. Ich frage mich, was es hier zu bewachen gibt. Nanu. Achtung, hier Castrum Fluminis. Erstatte dringend Meldung. Bewaffnete sind in den Stützpunkt eingedrungen. Hier, Lisa, die Galear rücken auf unsere Position vor. Sieht aus, als hätten wir sie aufgescheucht. Wir versuchen, sie so lange wie möglich beschäftigt zu halten. Ich liebe die Schlacht. Die Welt soll Zeuge von unserem Mut und unserer Stärke werden. Nur, dass ich neben einem tollwütigen Weib durch die Lüfte reiten muss, das ist eine jämmerliche Schande. Deine Zunge ist unbarmherzig, aber ist deine Axt es auch? Heute ist der Tag, es zu beweisen. Da sind die Hunde. Hol sie dir! Thank you.
Wollt ihr noch mehr? Kommt, meine Brüder und Schwestern, und kämpft! Kämpft für die Ehre unseres Vaters, des Sonnengottes Azim! Die Aura leisten ganze Arbeit. Tun wir es ihnen gleich. Seht nur! Die Barriere! Alfino und Alize haben es geschafft. Mit tatkräftiger Unterstützung, wie es scheint. Kapitäne der Konföderation, hört ihr mich? Die Barriere ist gefallen. Rückt mit den Schiffen vor und schützt die Bewohner der Enklave. Die Blaupanzer haben es geschafft. Die Burg füllt sich mit Wasser. Jetzt sind wir an der Reihe. Los, holen wir uns die Burg zurück. Statthalterin, die Lage ist ernst. Die Außenmauer wurde gesprengt. Wasser dringt in die Burg ein. Das ist mir nicht entgangen. Er ist also wirklich bereit, seine Burg für die Zukunft seines Volkes zu opfern. Edelmütig und selbstlos. Wie ein Samurai. Was ist mit dem Hornochsen? Die Operation wurde gemäß Aulus' Anweisungen durchgeführt. Erfolgreich, soweit es scheint. Dann ist er vielleicht doch noch zu etwas Nütze. Kaisertreue, Ehrgeiz, Rache. Wer einmal einen dieser Stachel im Herzen stecken hat, wird ihn nicht mehr los. Nun denn, lassen wir die Funken des Krieges aufsteigen bis zum bitteren Ende. Hör gut her. Ich habe eine Nachricht von Zenos Jägalbus an das Heer. Wer aufgibt, hat sein Leben verwirkt. Und das seiner Familie. Kämpft bis zum Tod. Jawohl! Ich gebe das Signal zum bedingungslosen Kampf. Der Sieg wird unser sein. Und wieder kommen die Domana, um mich in die Knie zu zwingen, um mich leiden zu lassen. Aber ich bin noch nicht am Ende. Ich werde mich nie wieder von ihnen demütigen lassen. So, die Burg wird angegriffen. Dann mal los. Die Aura und die Kutschen haben den Galean den Fluchtweg abgeschnitten. Alles verläuft nach Plan. Gusetsu, Yugi, Tero, schnell aufs Boot. Und jetzt sind wir an der Reihe. So.
So, wir müssen jetzt zur Burg. So, das Boot ist hier unten. Ich habe schon auf euch gewartet. Kommt an Bord und ich bringe euch zur Burg. Einmal drinnen teilen wir uns auf. Gosetsu, Yugiri und ich bilden einen Trupp. Du durchkämmst die Burg mit deinen Abenteuerfreunden. Wir werden die Burg durchkämmen und jeglichen galeischen Widerstand so schnell es geht brechen. Indem wir unsere Kräfte teilen, können wir uns unabhängig voneinander bewegen. Wenn der eine Trupp feststeckt, kommt der andere vielleicht an der anderen Seite weiter. Unser Ziel ist es nämlich, so schnell wie möglich bis oben in den Turm vorzudringen und Yotsuyu zu stellen. Wenn wir sie ausgeschaltet haben, haben wir gewonnen. Also los, zum Angriff. Die Burg gehört uns. So. Gut. Die Burg Doma ist jetzt auch ein Dungeon. Wer hätte es anders gedacht? Und die überfallen wir dann erst in der nächsten Folge. Dann, ja, was erstmal für diese. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute.